Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam das erste Inhaltsupdate zu Season 10 und der zweite Rissort ist aufgetaucht. Nach Depot ist jetzt auch Tilted bzw. Neo Tilted verändert worden. Und jetzt ist hier Tilted Town. In Tilted Town gibt es ein paar Spezialregeln und zwar darf man nicht abbauen und nicht bauen. Es gibt außerdem weitere gewollte Items, die hier drin zu finden sind, wie zum Beispiel das graue Infanteriegewehr, das epische oder die epische und legendäre doppelläufige Schrotflinte, das grüne und blaue Jagdgewehr und das Schießeisen, genau, in grün, blau und episch. Und wie ihr seht, man kann ja nicht abbauen. Und später werde ich euch auch noch ein bisschen Gameplay zur neuen Waffe zeigen. Und zwar ist das so eine Mischung im Prinzip aus AR und Sniper. Hat relativ schnelle Schüsse. Weitere Informationen dazu jedoch später. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Vielleicht schaffen wir sogar in dem Monat hier die 100 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall mein großes, großes Ziel. Und ja. Ich hoffe, euch gefallen die ganzen Videos. Lasst gerne ein Like da. Jetzt werde ich noch die Runde hier auf jeden Fall ein bisschen zu Ende spielen. Und dann werdet ihr noch ein paar Tilted Town Runden sehen. Und dann später noch Gameplay oder vielleicht sogar bei den Tilted Town Runden Gameplay mit der neuen Sniper. Und vielleicht sogar ein Sieg. Und dann viel Spaß. Ich bräuchte jetzt allerdings mal eine gescheite Nahkampfwaffe. Ja. Ein bisschen gefettfingert. Egal. Dann bis zur nächsten Runde. Pistols. Warum geht das so tief runter? Pam. So, hier erstmal schön ein bisschen aufgeräumt. Oh, der gönnt sich Saufpacks. Das ist die neue Waffe. Oh, 4 Kills. Und da war die neue Waffe. Pump wieder. Wollte jetzt extra nicht tilted landen, damit ich keine Pump am Anfang immer nur bekomme. So nice. Give me that loot. Und
Ich war komplett lost, aber der war noch loster. Let's go. Komm. Peek. Hab ihn. Easy. Hat jetzt irgendjemand die Waffe? Komm, die kann doch keiner haben. Keiner nicht haben. So selten ist sie nun auch nicht. Nee. So, Tag. Holy shit, man. That's not good. Jesus. Ja, ist nice. Was ist dort noch drin? Easy. Easy clap, bro. Kann er nichts tun. Jawohl, die Waffen sind hier aber auch schon wieder am Start. Ich muss ja ein bisschen weggehen, weil ich einfach ziemlich gar keine Waffe da drin im Haus war. Finally! Finally! Als erste Waffe direkt die neue Autosniper oder automatisches Scharfschützengewehr auf Deutsch. Die Waffe gibt es in Blau, Episch und Lila. Blau, Episch und Lila. Das war's komplett. Ne, die gibt es in Blau, Episch und Legendär. Also selten, Episch und Legendär. Damit gibt es sie in jeden Verkaufsautomaten. Gibt es in Lootjobs, in als Bodenloot. Und als Kistenloot. Und ist
Hat 16 Schüsse im Magazin. Er hat eine 4er Schussrate, das heißt nach 4 Sekunden hat man alles verschossen, schießt damit aber auch ziemlich schnell. Hat einen etwas verringerten Zoom, nicht so wie andere Sniper, die am meisten einen relativ hohen Zoom haben. Hat dieses Sniper hingegen einen relativ geringen Zoom. Und, hat ein bisschen Ähnlichkeit im Prinzip schon mit der Scoped AR, die ja auch einen Zoom hat und etwas kleineres etwas kleineres Zielfernrohr. Sie hat ein etwas größeres Zielfernrohr, hat aber, glaube ich, so ziemlich die gleiche Heranzoom, Stärke, so ungefähr. Und ich weiß gar nicht genau, aber, die Schüsse sind auf jeden Fall schneller als bei allen anderen Scharfschützengewehren. Und dadurch connecten natürlich Schüsse schneller. Und es hat auch keinen so hohen Drop. Und wie ihr seht, schießt ziemlich schnell. Macht jedoch auch nur 31, 33, 35 Damage auf Buddy. Und das Zweifache davon auf Headshot. Auf jeden Fall seht ihr, ja, damit kann man ganz schön hart lasern, weil dann 31 Damage schon eine Menge sind und damit zu treffen ist jetzt auch nicht das Schwierigste auf jeden Fall. So, ich versuche den jetzt damit zu klatschen. Ihr seht, ist schon brutal, wie schnell man damit wirklich schießen kann. Da connectet ihm halt einiges einfach rein. Und es hat ihm halt hundertprozentige Accuracy. Schade. Hat er eigentlich unendlich hier? Ja, da habe ich ihn. Das ist eine super geile Waffe. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich werde das alles andere schön kurz für euch zusammenschneiden. Einfach alle Clips, wie lange ich da wirklich jetzt gebraucht habe. Ich glaube, das hat jetzt 40 Minuten gedauert. Absolut lost, der Typ. Okay, ist absolut gar nicht lost. Bam, hab ihn. Alter, was ein kleiner Noob. Ich habe komplett verkackt, aber er auch. Dann war es wieder ausgeglichen. Hätte ich mit weniger Schaden machen können und ihr habt schon wieder nicht die neue Waffe gesehen. Gut, du musst auch in die Zone. Ja, chill mal ein bisschen. Denkt doch nicht ernsthaft, ihr könnt mich so easy klappen.
Okay, er kann mich doch so easy klappen. Ich bin aber auch komplett lost. Kleiner Noob. So ein richtig, richtig kleiner Noob, Bruder. Intenses Gameplay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wie gesagt, ich würde mich über ein Abo freuen und über ein Like. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.